Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und vielleicht warst du beim Livestream von Stampin' Up! Dabei und hast gesehen, wie Charlotte von Stampin' Up! Aus diesen kleinen Schachteln noch kleinere gemacht hat. Und zwar ging das in dem Livestream zum Beispiel um diese Boxen schnelle Überraschung, die man ganz einfach und schnell zusammensetzen kann, bestehen aus zwei Teilen. Und ich habe hier mal mein Beispiel dazu, die kleine Babybox, die ich mit Papier verziert habe, und da sitzt so ein kleiner Teddy drin, den habe ich übrigens auch selbst gemacht. Ja, und sie hat gezeigt, wie man diese Box also nicht nur in dieser Größe machen kann, sondern auch kleiner. Sie hat, ich glaube, drei verschiedene Größen gehabt, und das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, und ich habe gewerkelt und habe hier diese kleine Verpackung, die sie gemacht hat, ja, so in etwa nachgearbeitet. Und zwar so eine kleine Hochzeitsverpackung soll das sein. Und da sind jetzt zwei dieser kleinen Teile drin. Man kann es auf Bildern so schlecht sehen, deswegen habe ich gedacht, ich mache schnell ein Video für euch davon. So, ich habe da drin noch so einen kleinen Spruch, habe das Ganze noch mit einem Papier und einem tollen Rollstempel bearbeitet. Hier wäre zum Beispiel ein Gutschein oder ein Gruß. Und darunter ist auch noch mal eine kleine Box, die da jetzt per Fahrstuhl rauskommt, in der zum Beispiel ein Geldgeschenk ist. Im Hintergrund habe ich so eine Hochzeitskutsche. Du kannst natürlich alles Mögliche reingeben. Das Unterteil habe ich ja etwas gefalzt, was nicht ganz einfach ist. Und dann das als Boden gearbeitet. So, und jetzt haben hier diese kleinen Verpackungen Platz da drin, und verziert habe ich das Ganze noch mal mit einem Goldstreifen aus von unserem tollen Goldfarbkarton mit dem Mattgold. Dann als Blüte habe ich hier aus unserer Big Shot Blume, Spiralblume, das ist dreifach, das sind drei Blüten nacheinander, eine kleine Schleife dazu, ja, und schon habe ich so eine witzige Verpackung. Ich muss das einfach ausprobieren, und wie gesagt, Fotos kommen meistens nicht so gut, und du kannst es hier vielleicht so als Video ganz gut sehen. Die Maße für die Sachen stelle ich dir nochmal hiermit auf den Blog, so dass du das eventuell auch nacharbeiten kannst. Ja, und wie gesagt, es sind diese Teile hier, die sich ganz einfach zusammen setzen lassen, und dann kannst du so eine Box draus machen, und das ist eben das Schiebeteil, was du eben auch noch kleiner arbeiten kannst, wenn du halt kleinere Verpackungen machst. Ja, ich stelle dir ein paar Bilder mit rein und wie gesagt auch die Maße für die kleinen Boxen. Und das war es auch schon für heute, ein ganz kleiner Sketch, wie man so sagt, und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Tschüss aus Quickborn!